Let's go. Checkier, sind wir schon? Ja. Beides. Beides. Hallo, ihr Süßen, wie geht's euch? So, Intro, ich hab immer so mal. Ja, mach Intro. Mikrofon haben wir ja wieder. Hä? Ja, wie du magst. Ja. Okay. So, was geht ab, liebe Freunde? Ja, Mann hier, ja, Mann ist Discord, ja, Mann ist überall, ihr wisst Bescheid. Heute befinden wir uns erstens in unserer Location. Neben mir, an meiner Seite, ist der Lepograf. Erstmal, hi, hallo, hey, hey, geil, Bruder, erstmal, was geht ab? Gut, bei dir? Auch gut, Bruder, bin ein bisschen aufgeregt, aber alles gut. Warum? Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Wir befinden uns hier in unserem Shisha-Shop, liebe Freunde, Shisha-Laden besser gesagt, oder Secret Shisha-Garten, Open Air. Und das Ganze wurde auch vom Secret Shisha-Garten gesponsert. An der Stelle vielen lieben Dank an Secret Shisha-Garten. Und liebe Grüße gehen auch an Mr. Grey. Der ist gerade bestimmt arbeiten. Arbeitstier. Und auf jeden Fall, und wir arbeiten, laut denen, guck mal, laut seiner Aussage arbeiten wir nicht, wir arbeiten. So, wir machen hier Nagelkäfe. Auf jeden Fall, liebe Freunde, wie ich euch angekündigt habe auf Instagram, ihr könnt mir gerne Fragen stellen. Die Fragen werden wir, Repograf und ich, zusammen schön aussuchen und die das Ganze dann auf YouTube-Format dann hochladen und aufnehmen. Und heute sitzen wir da mit meinem Bruder zusammen, mit Repograf. An meiner Seite und ansonsten, ja, ich bin wirklich heute ein bisschen aufgeregt, obwohl ich eigentlich nicht so bin. Jedes Mal, wenn ich hier bin und Videos drehe, bin ich hier aufgeregt irgendwie, keine Ahnung, ohne Scheiß. Okay. Liegt das vielleicht an Secret Shisha Garden? Liegt es jetzt gerade an, keine Ahnung, an Freude, an happy zu sein? Weißt du, was ich meine? Ich weiß es nicht. Aber es ist halt auf jeden Fall was Positives. Dass ich aufgeregt bin, es ist positiv. So. Ja. Ja. Und seine Augen hypnotisieren mich manchmal, liebe Freunde. Er guckt voll tief manchmal in dich so rein. Ja, das sind so Sachen. Guck mal an der Stelle, damit ich dann nachher mal schön bearbeite. Und ansonsten, du hast hier die Fragen. Genau. Du willst... Ich habe die Fragen vom Yusuf seinem Handy abgeschrieben. Übrigens, zieh mal kurz eine Runde, Bruder. Eine Runde ziehen? Ja. Was ziehen? Shisha, Bruder. Ja. Wir machen Werbung. Aber sag wirklich bitte deine Wahrheit. Hat der Yusuf gut gemacht? Ja, Mann. Dankeschön. Ihr könnt gerne vorbeikommen, auf jeden Fall. Secret Shisha Garden. Nächstes Jahr starten wir. Dieses Jahr ist die Saison leider zu Ende. Ja, leider. Nächstes Jahr geht's weiter. Genau. Ihr seid herzlich willkommen. Genau. Ja, ja. Erzähl du mal, wie fühlst du dich? Erstmal herzlich willkommen, Bruder. Ja, schön. Endlich mal auch vor der Kamera zu sein. Endlich ne? mal vor der Kamera. Nicht immer ja. hinter der Kamera. Genau. Ja, schön mit dir an so einem tollen Tag hier an unserer Location. Jawohl. Mit dir schön Zeit verbringen. Das Gemeinsame genießen. Und ja. Dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, oder? Ja, wir können loslegen. Also wenn du bereit bist, okay. Wenn ihr bereit seid, let's go. Ich bin auch bereit. Ja. So, ich habe die Fragen aufgeschrieben. Ja. Aus deinem Handy. Darf ich noch kurz was erwähnen? Ja. Also nicht wundern, wenn ihr noch Hintergeräusche hört oder so, liebe Freunde, weil wir gerade direkt an der Seite liegen. Da fahren die ganzen Autos durch, weil das hier eine Industriestraße ist. Genau. Ist jetzt leider so, wir geben uns Mühe. Ja, wir geben uns wirklich Mühe. Alles klar. Genau, ich habe die Fragen aus deinem Handy rausgesucht. Ja. Und genau, die werde ich dir jetzt stellen. Von den Leuten. Ich bin mal gespannt. Ja, der Yusuf hat noch nicht alle Fragen gesehen. Ich habe nur ein paar gesehen, die waren sehr interessant. Und ja, gehen wir gleich zur ersten Frage. Was ist dein Lieblingsvideo und warum? Okay, das kann ich dir sehr, sehr leicht beantworten, weil ich mich auch schon ein bisschen drauf eingestellt habe. Und zwar, mein Lieblingsvideo ist mein erstes Video an Muttertag. So, erstens, ich beherzige alle Mütter auf dieser Welt. Die sind was Besonderes für mich. Und manche genauso, denke ich. Und weil das auch mein erstes Video ist, ist auch als Format geblieben, viele von euch, die wohl von Anfang an dabei sind, die folgen mir ja und die wissen, dass wir auch immer Muttertag-Videos gedreht haben.
und das immer an Muttertag dann auch hochgeladen haben, bis auf eine Video. Aber das wird ja auch noch kommen. Bald haben wir auch wieder Muttertag, liebe Freunde. Von daher, ja, weil es halt einfach sehr, das Video generell war sehr sympathisch. Ich kann mich auch sehr gut erinnern, da war an dem Tag auch meine Familie mit dabei. Es hat alles spontan mit einem Handy angefangen. Dann habe ich gemeint, ey, warum nicht? Warum nicht mit YouTube starten? Mein erstes Video soll dann Muttertag sein. Und ich finde, das ist was für mich Besonderes und irgendwie, manche von euch können zwar jetzt auf Aberglaube nennen oder so, aber für mich ist das heilig. Für mich ist das heilig. Das erste Video ist für mich wirklich heilig. Und ich bin auch froh darüber. Und ja, auch an der Stelle vielen lieben Dank an meine Schwester, die wo mitgemacht hat. Die war meine erste, die war die erste Passantin, die wo vor der Kamera gestanden ist und ja, mit mir ein Interview gedreht hat. Ja, deswegen. Geil. Ja, das ist so. Aber Muttertag ist halt so ein besonderes Video, ne, für mich. Es gibt noch ein paar Lieblingsvideos. Und welches wär's danach? Welches wär danach? Oh, das mit, einer meiner Lieblingsvideos war das mit Messe mit dir zusammen. Ja, das war schön. Wo wir da, und wo ich auch da ein bisschen Angst hatte. Mit das Ende war lustig. Mit dem Riesenrad und so, das war schon heftig. Und dann setz dich hin. Ja. Und ich weiß, an der Stelle. Komm, wir machen ein Foto. Ja. Das Video könnt ihr auch gerne hier gerade abchecken, liebe Freunde, falls ihr noch nicht getan habt. Aber das ist ja so mein Lieblingsvideo. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Ja, das hat wirklich sehr Spaß gemacht. Und das dritte Lieblingsvideo wäre zum Beispiel, war bei mir was? Das mit dem, tatsächlich, ja. Europa-Park. Europa-Park. Ja, hat auch Spaß gemacht. Okay. Hat Spaß gemacht. Und das mit dem Fußball-Challenge. Das war auch voll geil, finde ich, weil da haben sehr viele Leute mitgemacht und die haben alle gefeiert. Ja. Die wollen immer noch, ich weiß, bald wird es auch kommen, liebe Freunde. Vielleicht können ja die Leute in die Kommentare schreiben, was ihr Favorit ist. Sollen die mal, warum. Genau, kommentiert mal. Genau. Kommentiert mal, welches Video euer Lieblingsvideo ist. Macht es mal, da bin ich gespannt, wirklich. Dann gehen wir an die nächste Frage. Ja. Bruder, wie lange brauchst du für ein Video? Und dann auch noch die Frage, warum brauchst du immer so lange für ein Video? Ja, sehr gut. Ey, Alter, wer hat das kommentiert? Darf ich sehen? Nein. Okay. Kannst du später in deinem Handy schauen. Ohne Scheiß. Also, erstmal riesen Dank an die Frage. Dachte ich mir auch schon. Ganz ehrlich, ich bin ja nicht... Ich habe ja von heute auf morgen angefangen mit YouTube. Ich habe mir alles selber beigebracht. Alles selber angelernt, wie man Videos schneidet, was für eine Kamera ich brauche, was für ein Mikrofon ich brauche. Viele von euch wissen, ich habe ja auch ein paar Leute gehabt, die wo die ganze Zeit mit Ton unzufrieden waren. Aber heutzutage, Gott sei Dank, wir haben uns, oder ja, wir, ich sag wir, weil ich sage immer wieder, es ist zwar ja mein Kanal, ja mein Kanal, aber gleichzeitig gehört es auch dir, Bruder. Das ist auch dein Kanal. Das sage ich wirklich. Das sage ich vom Herzen raus. Das gehört wirklich dir, weil zusammen wir. Das Wort wir ist für mich an erster Stelle. Und danach, ganz am Ende, kommt irgendwann ich. Ja, aber ich gibt's für mich nicht. Wir, gemeinsam. Auch dank euch. Dank euch stehen wir heute da. Tun die Fragen abbearbeiten und so weiter und so fort. Ich meine, ich bin auch dankbar an die ganzen Zuschauer. Ja. Und ansonsten, ja. In der Regel brauche ich so 6 bis 8 Stunden. mittlerweile, Gott sei Dank, hat von 8 Stunden auf 3, 4 Stunden runtergesetzt. Gott sei Dank auch. Ich werde von Tag zu Tag immer besser. Ja. Habe ich auch gemerkt. Und meine Videos werden auch deutlich besser, unsere Videos. Und ich habe auch in den letzten Wochen sehr gut positiven Feedback bekommen von euch. Vielen lieben Dank auch an Privatfreunde, die wollen mir per WhatsApp schreiben, ey, deine Videos werden immer besser und richtig nice, wir feiern. Und ich sag mal so, ich habe einen Hater zum Follower gemacht. Das heißt schon was zu bedeuten, liebe Freunde. Mehr möchte ich eigentlich nicht sagen.
Weil ich habe einen Stammhater gehabt, der hat jedes Video wirklich ohne Ende voll so, mir voll den schlechten Feedback gegeben. Aber dennoch, irgendwann ab 12. oder ab 17., entweder ab 12. oder ab 17. Video, hat er mir zum ersten Mal ein positives Feedback geschrieben. Er hat gesagt, hätte ich nie gedacht, dass ich dich jetzt deine Video feiere. Geil, Mann. Ja, so halt. Okay. Hängt auch natürlich vom Video zu Video ab. Hängt aber auch von meinem Programm, Laptop und von YouTube selbst auch ab. Manchmal dauert es halt einfach länger zum Rendern. Ja. Aber ich versuche, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ja. Und viele haben ja auch gemerkt, dass ich in den letzten Wochen, wo ich gerade von der Türkei zurück bin, sechs Videos rausgehauen habe. Und das für euch, liebe Freunde. Ne? An der Stelle bitte mal, wenn euch das Video hier gefällt, bitte direkt liken, kommentieren, supporten. Und die Glocke an. Jawohl, sehr wichtig. Und die Glocke. Okay. Oben rechts. So, Repokreff, wo bist du? Wo ist er jetzt wieder? Wo bist du? Bruder, ich hab grad was entdeckt. Ja. Hey, ist das kein Wallah, ich denke mir, das ist Kabel. Ach du Scheiße, Wallah, ich denke, was ist das? Okay. Willst du mir das nicht zeigen? Doch, doch. Ich stehe immer wieder kurz auf, um die Kameras nochmal an- und auszuschalten, weil die Aufnahme irgendwann beendet wird. Echt? Und, kann man das nicht so einstellen, dass es länger? Das kann man eventuell, ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir geht. Aber weil wir jetzt gekrackt. Ja, und jetzt bin ich aufgestanden, jetzt hat der Yusuf was entdeckt. Genau, was ist das? Was er am Ende entdecken sollte, das ist ein kleines Geschenk für sich, Bruder. Ernsthaft? Ja. Zeig mal, Bruder, wirklich. Ja. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Also ich habe die Ehre, dass ich jetzt hier das mit euch... Ich hab's schon aufgemacht, ich hab mir schon welche rausgenommen. Alter, echt? Egal, Bruder. Alter, wie geil ist das denn? Geil! Ey. Bruder, du bist ein Schatz, ja. Wallah, du bist ein Schatz, Bruder. Bruder, Kanal gehört mir nicht, Kanal gehört dir. Gib mal eins, ich zeig's mal in die Kamera. Das ist so Leute. Nice. Schätz mal so. Das ist wirklich so nice. Kennt ihr den guten Mann? Geil, 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 geil. Ja. Also damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Ja. Freut mich, dass du dich freust. Definitiv, Bruder, definitiv. Ja. Ich habe mir mal 15 abgegriffen. Egal. Dankeschön, Bruder. Einer klebt schon am Rechner. Echt? Ja. Geil. Bei mir wird es jetzt gleich, wenn ich daheim bin, genauso passieren. Ja. Und nicht nur dort, sondern an mehreren Orten. Und... Bruder, komm her, lass dich drücken. Wirklich, vielen lieben Dank. Allah, Dankeschön. Allah, war nicht nötig, aber komm von Herzen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja. Genau das habe ich gemeint heute, liebe Freunde. Genau das. Also für mich ist das Menschliche das Wichtigste und das Wort wir. Geil, wallah geil. Ja. Ich denke mir, ich denke mir so dabei die ganze Zeit, das ist ein USB-Kabel oder sowas, weil du hast ja immer so Kabel überall an dir stecken. Dann denke ich mir, okay, sondern nach dem Biwakten, wo du aufgestanden bist, dann habe ich nur noch das, weil ich habe nur das hier gesehen. Der ist krass. Wo hast du es machen lassen? An dem Tag, wo du die T-Shirts machen lassen hast oder wie? Nee, an einem anderen Tag. Okay. Habe ich zu Hause. Geil. Dann schnell gemacht. Hast du es selber gemacht? Nee, gut, das Logo, das ist ja deins. Aha. Muss man dann halt quasi in einem Programm reinmachen und dann kannst du die so bestellen. Ja, aber ich habe dann schon die nächste Frage, die hast du aber, glaube ich, schon beantwortet. Ja, was denn, Bruder? Warte mal. Ich muss gerade noch mal gucken, wo ich die aufgeschrieben habe. Wie sehr legst du Wert auf Freundschaft? Boah, wie sehr? Ich glaube, das haben wir jetzt alle gesehen. Eigentlich, einfach hier. Also unbeschreiblich. Was soll ich sagen? Unbeschreiblich. Sehr, 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 sehr Wert lege ich dran. Also an erster Stelle natürlich Familie, aber Familie heißt ja nicht nur Familie, es kann ja auch dritte Person deine Familie sein. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist für mich dann halt wirklich, also für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Freundschaft und Familie. Für mich gibt es einfach, das sage ich wirklich, weil ich selbst bin, wenn ich sage, Bruder, ich liebe dich so arg, so wie
So wie mein eigener Bruder, ja? Vielleicht sogar mehr wie mein Bruder. Ja, ne, nicht jetzt falsch verstehen, aber wie soll ich es euch erklären, ja? Das kann man einfach gar nicht erklären. Das kann man gar nicht einfach beschreiben, Bruder. Ja, ich glaube, das muss man einfach mit mir erleben, damit ich das so zeigen kann. Also ja. Mit Wörtern, da bin ich wirklich sehr schwer und sehr schlecht darin zu zeigen, dass ich dich liebe oder dass ich dich beherzige, sonst rum. Weil es ist doch speziell, das kann man gar nicht. Wallah, ja, ne, das kann man wirklich nicht. Wenn einer das kann, dann soll er mal bitte kommentieren. Aber ich bin so ein Mensch, der wo es gerne zeigt, zeigen möchte, zeigen will. Und aber auch mal so, einfach mal so, das kommt einfach so von innen, wenn ich sage, Alter, ey, du Arschloch, ich liebe dich, dann heißt das, ich liebe dich wirklich. Aber ich sage das nicht so einfach, ich liebe dich, Bruder, ich hab dich gern, ich hab dich lieb, hab dich doll lieb. Nein, wenn ich sage einfach, das muss aber so machen. Wisst ihr, was ich meine? So, diesen ja, genau, ohne Scheiß. Aber ansonsten, ja. Ja, und wenn du fragen würdest, wie viele Freunde hast du? Es werden von Tag zu Tag immer mehr, aber für mich nicht. Die Menge wird nur mehr. Aber für mich bleibt immer diese 2, 3, das war's. Ja, wenn überhaupt, das war's. Mehr möchte ich auch nicht. Ja. Natürlich beherzige ich jeden, als Mensch, Respekt, aber du bist für mich ganz anders. Danke, Bruder. Ja, ne. Was soll ich sagen, Bruder? Ich sag das wirklich, das, was ich so fühle, ohne Scheiß. Weil wir haben uns nachdem ich mit dem YouTube angefangen habe, 5 Jahre erst danach, nee, was ist ja 5 Jahre, sorry, liebe Freunde, mein Kanal existiert seit 3 Jahren. Ja. Nach 2 Jahren, nachdem du angefangen hast. Genau, nachdem ich angefangen habe, 2 Jahren, habe ich dich kennengelernt. Und das war schon, ja, allein dieser Moment war schon krass, wo ich dich zum ersten Mal... Das ist übrigens auch eine Frage, wenn du magst, kannst du die gleich beantworten. Ja. Wie habt ihr euch mit Rapograph kennengelernt? Geil, Alter. Darf ich fragen, wer es geschrieben hat? Also, guck später in deinem Handy. Ich also mal später die nicht auf, aufgeschrieben, okay. die Fragen gestellt haben. Geil. Ich habe jetzt nur die Fragen ausgeschrieben. Aber Respekt wirklich, Respekt, dass er... Wahrscheinlich ist einer Follower, der wir uns schon seit oder Tag vielleicht 1. Jemand, den wir kennen. Oder so, oder so. Ja. Ganz ehrlich, wie wir uns kennengelernt haben mit Rapograph, willst du es sagen oder soll ich es sagen? Aber ich sag's erstmal, weil ich ja gefragt bin. Guck mal, es war so, ich lag so daheim, ja, ich scroll so auf Insta, so swipe ab, guck so Videos und so. Auf einmal, plötzlich aus nichts, ich weiß wirklich immer noch nicht warum, weshalb, wieso, da stand ein Namensrepograf, Murat Bili. Ja, ich geh so rein auf seine Stories und so, check mal so seine Bilder ab. Übrigens an der Stelle nicht nur, weil er jetzt da ist oder so, ne, der macht wirklich richtig geile Bilder. Und jetzt aufgepasst, nicht nur Bilder, sondern richtig geile Rap-Videos an der Stelle auch. Deswegen heißt sie auch Rapograph. Ich habe dich ja auch gefragt, warum Rapograph? Ja, ja. Und ja, und dann auf einmal die Story, ja, Models gesucht. Für gewisse Fotoshooting, für gewisse Marke. Da dachte ich, ey, ich lass mich gerne abblitzen. Und ja, in der Hinsicht abblitzen, ich meine, fotografieren, liebe Freunde. Und da dachte ich, ey, komm, ich schreib dir mal an. Vielleicht wird draus was. Auf einmal, zack, irgendwann später kam dann von dir eine Antwort, Nachricht. Hey, cool, dies, das. Allein nach, also diese DM fand ich schon sympathisch. Dann dachte ich, ey, cool, Alter, geil und so. Dann habe ich auf einmal so, nachdem wir geschrieben haben, plötzlich so einen positiven Vibe gefühlt, so in mir. Wirklich ohne Scheiß, weil die Sonne schien. Ich war raus, ich bin rausgegangen, meine Eltern waren auf dem Spielplatz mit meinen Geschwistern, geiles Wetter. Da dachte ich, ey geil, heute mal sowas, obwohl ich nur daheim war, was Positives gehabt. Das Beste war, erste Treffen. Der kam mit Auto, genau vor meiner Haustür. Er hat schon geparkt, hat geschrieben, ich bin da. Ich komme runter, hab mal fertig gemacht und so, ne? Auf einmal. Ohne Scheiß, guck, ohne dass wir uns kennen. Du hast mir ein Getränk gebracht, Bruder. Und wenn ich mich nicht täusche, da gab es sogar, ich glaube, irgendwas mit Schokolademäßiges, irgendwas ich, mit. Ich weiß es. Irgendwas mit. Schnuller, sowas. Schnuller? Ja, 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 so wirklich, irgendwas. Doch, wirklich.
Bonbon oder so, keine Ahnung, irgendwo, entweder Bonbon, Kinder, ja. Entweder Milchschnitte, Kinderriegel oder irgendwas mit Bonbon oder Schnuller. Ich weiß nicht mehr. Also Schnuller in diesem Sinne, Schnuller, wie komme ich auf Schnuller, Alter? Ich weiß es nicht. Ja, Lutscher, ja, soll ich Lutscher sagen? Ja, Lutscher. Chupa Chups, ja. Ja, Lutscher, Chupa Chups. Macht's möglich. Ja. Aber nee, das fand ich halt geil. Das fand ich geil, ohne dass er mich kennt, einfach mir mal was rüberreicht. Das fand ich einfach sowas von herzhaft und menschlich und sympathisch. Da dachte ich, ey, es kann nur besser werden. Weil davor, vor dir, ich habe so viele Leute kennengelernt, allein wegen Kameraaufnahmen, wegen meiner Videos. Bruder, ich war sehr unzufrieden. Ich war nicht unzufrieden mit mir selbst, sondern ich war unzufrieden mit der Menschheit. Ich fand es einfach traurig, warum nicht korrekte Menschen existieren. Warum immer weniger davon werden. Warum? Das war so für mich so einer der größten Wendepunkte für mich. Und danach, wo wir spazieren gegangen sind oder Location ausgesucht haben fürs Fotografieren, da haben wir über Gott um die Welt geredet, ja. Und da habe ich gesagt, ey, wir sind in eine selben Wellenlänge. Und ich meine, er ist Profi in seiner Arbeit, ja, und weiß das auch sehr zu schätzen. Und ich habe von klein auf immer auf Technik war ich begeistert und Kameras und so. Früher dachte ich, Kamera ist nur Kamera, ey. Nur so ein Fotoapparat. Aber heute, das war nur vergoldete Zeit für mich, finde ich. Einer meiner, wirklich. Hätte ich lieber vorher schon mich aufmerksam gemacht, auch auf Kameras und Technik, mit wie stellt man Kameras ein, was kann man überhaupt mit Kamera erreichen, mit Videos, mit Fotografieren. Das ist eigentlich eine Leidenschaft, das ist künstlerisches Leidenschaft. Und viele von euch wissen ja auch, du auch, ich bin ja eigentlich hauptberuflich Friseur und das macht man ja auch mit Leidenschaft. Ich schneide wirklich gerne, aber ich schneide halt gerne. Versteht ihr was? Also, ja. So halt, ja. Ich bin gerade ein bisschen mit emotional, ja. Deswegen, genau, wenn wir so weitermachen, werde ich sogar noch am Ende, glaube ich, heulen, Alter. Und das will ich nicht, niemals, nein. Ich heule nur alleine, nur wenn ich alleine bin. Ja. Ja. Geil. Ja, so ist die Geschichte. Ja, somit haben wir uns kennengelernt, liebe Freunde. Ich meine, oder was hast du so, was denkst du, wie wir uns so kennengelernt haben? Ja, genau. Ich habe für eine Kleidermarke Fotos machen müssen. Aha. Und habe dafür quasi Model gesucht. Und ich wollte halt auch mal mit anderen Menschen arbeiten. Also nicht nur mit den Leuten, mit denen ich eh schon zusammenarbeite. Und habe einfach gedacht, ich mache eine Story. Und da haben sich außer dir auch noch ein paar gemeldet. Genau, haben wirklich... Ja, ja, haben sich einige gemeldet. Ich meine, ich habe ja mehrere Models gebraucht, deshalb hat das auch gepasst. Genau, und ja, dann haben wir ja miteinander geschrieben erst. Und dann haben wir sogar vorher telefoniert. Genau, und ja, haben uns... Sprachnachrichten haben uns dann getroffen, damit ich die Fotos machen konnte. Und siehst du, ich weiß gar nicht, dass ich dir was angeboten habe. Ja, du hast mir safe definitiv was angeboten, das weiß ich noch. Ja, also mir ist es immer wichtig, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, egal ob es jetzt Kunden sind oder Models oder wie auch immer, dass die einfach ein gutes Gefühl haben. An der Stelle, liebe Freunde, check mal bitte seine Seite ab, weil der hat ja auch eine Homepage, liebe Freunde. Und da könnt ihr ihn auch gerne beauftragen und einfach mal nur die Seite abchecken, nur um zu gucken, was er macht und so alles. Ihr werdet selber schon merken, was er drauf hat. Ja. Mehr möchte ich auch nicht sagen eigentlich. Ja. Genau, dann sind wir ja da ein bisschen spazieren gegangen, haben hier die Fotos gemacht in Mannheim. Und dann waren wir eigentlich fertig mit den Fotos und ja, die Gespräche waren halt einfach interessant. Ich habe bei dir halt gleich gemerkt, du bist nicht so ein Standardmensch, ohne das jetzt abwertend zu sagen. Es gibt halt viele Leute, die nicht so viele Ziele haben oder ich sag manchmal nicht so viel Respekt vor sich selber, irgendwas zu machen, was sie mit Liebe erfüllt. Aber bei dir habe ich gleich gemerkt, dass du halt irgendwas machen willst, was dir Spaß macht. Und sowas bewundere ich immer bei den Menschen. Also sowas beeindruckt mich immer. Und wenn es dann halt nicht nur aus dem Mund rauskommt, sondern man das auch wirklich sieht,
Ne? Also damals hattest du ja schon einige Videos auf YouTube. Ne? Und ich weiß, wie schwer und wie viel Arbeit das ist. Und wenn man sieht, dass einer schon so seit ein, zwei Jahren einen Weg verfolgt, egal wo er schon angekommen ist, dann ist es für mich ein erfolgreicher Mensch. Dankeschön. Also Erfolg ist nicht für mich, also das ist meine Definition, Erfolg ist nicht für mich irgendwie, ich bin hier und ich habe es erreicht und ich habe so und so viel Geld auf dem Konto, sondern für mich ist Erfolg, ich mache das, was ich liebe und davon hält mich keiner ab. Genau, und das hat mich beeindruckt und du hast ja gesagt, dass du halt immer wieder mal auch Unterstützung brauchst wegen Kamera und ja, so. Ja, und ja. Mich hat das Thema YouTube eh schon immer interessiert. Aha. Und ja, dann hat das eine zu dem anderen geführt. Ne? Ja. Und jetzt sitzen wir hier, ne, haben jetzt statt einer Kamera, haben wir jetzt zwei Kameras. Die anderen zwei sind zu Hause. Genau. Genau. Haben hier eine Location, wo wir dann hoffentlich auch nächstes Jahr richtig starten. Gas geben. Genau. Und ja, und noch diverse andere Projekte. Und egal, wo wir jetzt schon angekommen sind oder nicht, es macht Spaß. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Bin so dankbar an erster Linie an lieben Gott natürlich und danach. Mein Bittgebet war immer, wirklich, mein Bittgebet war immer, bringe bitte dazu, dass ich charaktervolle Menschen kennenlerne. Weißt du, was ich meine? Also wirklich so wahre Menschen kennenlerne, die wo wirklich so geil sind, korrekt sind, menschlich sind, einfach Herz haben. Das war immer so mein Mitgebet. Wirklich. Ja, also das ist auch wirklich schwer. Der Yusuf unterstützt mich ja auch als ab und zu. Wie es kann, ich hoffe, ich fühle mich immer noch. Ich fühle mich eigentlich immer noch. Ja, ich meine, du hast ja auch noch einen Job und ja, aber trotzdem, Bruder, du hast ja auch einen Job. Von daher, ich versuche mit allen Mitteln, aber es ist immer wieder schwer. Ich werde zu euch sagen, ich werde lernen, wie man Rap-Videos schneidet, liebe Freunde. Allein nur für Rapper. Danke. Nur damit ich deine Arbeit erleichtern kann, Bruder. Danke. Wirklich, ohne Scheiß. Ja, ja. Wo du mal sagen kannst, ey Yusuf, heute habe ich kann einfach nicht aus zeitlichen Gründen. Kannst du bitte schneiden? Ich schneide für dich, Bruder. Ja, danke. Und das mache ich wirklich liebend gerne. Danke. Hauptsache, ich muss das halt können. Das ist so mein Ding. Ja, aber ich weiß ganz genau, wenn ich was will, dann mache ich es. Ja. So wie diese YouTube-Videos. Ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ich habe früher einen Freund gefragt gehabt, Bruder, wie starte ich mit YouTube? Was brauche ich dafür? Und den, viele von euch kennen den, der ist mittlerweile nicht hier in Mannheim. Er lebt im Ausland. Den Namen nenne ich ja nicht. Er lebt irgendwo in Dubai. Weißt du, was er mir gemacht hat? Er hat mir einen Link geschickt, einen Affiliate-Link, wo er hinter meinem Rücken noch zusätzlich Geld verdient und nach zwei, drei Jahren später fragt, ey Bruder Herz, darf ich meine Produkte bei dir im Friseurladen verkaufen? Hab ich gesagt, nein. Und dann, das war mein Knackpunkt. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, schock mich hin und lerne. Ich war zwei Monate lang daheim. Zwei verdammte Monate lang. Hab mir alles selbst beigebracht, Bruder. Ich habe die ganzen YouTube-Tutorials abgecheckt. Auch an die Jüngeren da draußen. Falls ihr sowas so habt, macht es. Es ist machbar. Ihr seid noch nicht zu spät. Keiner ist zu spät. Wenn ihr Ziele habt, dann geht die Ziele nach. Macht. Glaubt an euch. Und egal, was ihr mitkriegt, was ihr hört, an die Leute, die wohl, egal was sie sagen, scheiß auf die. Macht einfach. Einfach machen. Ja. Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Gehen wir zur nächsten Frage. Ja, würde ich auch sagen. Oh, nicht scheiße. Ja, das ist eine Standardfrage, aber die kommt immer wieder. Achtung. Die Achtung. Kennst du auch. Na, bist du Single? Oder was soll ich dazu sagen? Ja, ich bin Single. Ist beantwortet. Ja. Ja, ja, alles klar. Okay, was ist dein Lieblingsessen? Karnıyarık heißt, für viele, die es nicht wissen, es ist eine türkische Spezialität, gefüllt mit Aubergine, mit Hackfleisch und nebendran Reis. Und das ist Karnıyarık. Das ist Karnıyarık, hier genau. Hier werde ich es auch einblenden. Genau hier werde ich es auch einblenden. Schmeckt lecker. Schmeckt lecker und vor allem an der Stelle Anne Elendene Pedim, liebe Grüße. Ja. Wenn liebe meine Mutter mich anruft, jawohl, alle Mamas. An alle Mamas natürlich genau. Auch noch. Wenn meine Mama anruft und sagt, Oğlum, ich habe Karnıyarık gemacht, egal wo ich bin, Bruder, ob ich jetzt in der Türkei wäre oder aber egal wie,
Ich schon den ersten Flugticket, flieg sofort zu meiner Mutter und esse Aubergine. Karnıyarı. Wallah, so sehr liebe ich Karnıyarı. Inshallah. Inshallah. Bana ja, da bir gün denk gelir o. Inshallah, Bruder. Kesinlikle. Ja, inshallah. Kesinlikle. Okay. Also Karnıyarı. Ja, Karnıyarı. Ich muss meine Schrift lesen. Ich habe aber auch so ein. Ich glaube, das nächste Mal machen wir es direkt vom Handy oder ja, keine Ahnung. Ja, habe ich auch gesagt, aber hätten wir lieber aufs Handy gemacht. Ja, aber da muss ich immer hin und her. Ja, egal. Ja. Wenn du nicht in Mannheim leben würdest, wo würdest du dann gerne leben? Ludwigshafen, klar. Beantwortet, fertig. Niemals, niemals. Nächste Frage. Nein. Also sehr gute Frage an der Stelle. Grüße gehen raus. Da, wo einfach sehr ruhig ist, am besten mit Bauernhof, kein Auto, vielleicht ein Auto, wo so Geländewagen ist, wo ich ab und zu mal in die Stadt fahren darf, fürs Einkaufen und hoch wieder. Irgendwo auf Bergen. Irgendwo auf Bergen. Land kann ich dir nicht sagen, aber irgendwo auf dem Berg, wo es Landschaft herrscht, wo die ganzen Tiere sind, Wetter, alles Mögliche zusammenpasst. Da würde ich gerne leben wollen. Okay. Also nicht am Meer oder so, lieber Berge. Berge, Meer, halt diese Landschaft. Also Natur, aber in der Natur. In der Natur, ja. In der okay. Natur, safe. Okay. Safe, definitiv. Also keine Stadt. Nichts, gar nichts. Gar okay. nichts. Obwohl ich aus Mannheim bin, ich bin in Mannheim geboren, klar, ich liebe Mannheim über alles. Aber das war's auch. Also wenn ich die Gelegenheit hätte, ich wäre, ja, irgendwo in Natur, Bruder. Okay. Und dann die nächste Frage. Wirst du auch ein Video im Ausland drehen, außer in der Türkei? Safe, safe. Okay. Definitiv, habe ich vor, auf jeden Fall habe ich vor. Budapest, Prag, Holland, oje, Italien, da habe ich vor, Griechenland habe ich auch vor. Und ja, und so weiter, eigentlich überall, überall habe ich ja, vor. Ja, man ist überall. Ja, ja, ich sag's ja nicht unnötig, ja, man ist überall. Ja, ja, Mann, ist das Squad. Genau. Also wenn es ein bisschen hell ist oder so, ja, oder wenn auch ein bisschen zu eng oder so. Das war eine bisschen spontane Aktion, das wollten wir schon machen. Ich hatte mir alles aufgeschrieben gehabt, aber wir haben uns gedacht, jetzt schönes Wetter und Nargile. Ja, Mann. Machen wir es jetzt. Ja, Mann. Das nächste Mal geben wir uns ein bisschen mehr Mühe, auch mit dem Hintergrund. Ja, das... Genau. Also die Frage war, was sind deine nächsten Ziele? Die Frage war, was sind meine nächsten Ziele? Erstens... Wieder eine gute Frage. Meine nächsten Ziele sind, einer meiner Ziele sind, die 4000 Wiedergabezeit Watchtime zu erreichen, noch Ende dieses Jahres, weil bald ist es soweit. Also liebe Freunde, schön Videos reinziehen, schauen, 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 schauen. Und nächste Ziel ist, mit dir was Gewaltiges starten, Bruder. Okay, weiß ich nichts von. Ja, aber ich weiß es, also lasst euch überraschen. Meine ja, nächste Ziel, andere Ziel wäre, dass wir auf Dauer weiterhin gesund und munter bleiben. Ja, ja. Das ist das Wichtigste. Du, Mr. Grey, Familie, deine Familie, meine Familie, die geliebten Freunde, dass jedem gut geht. Und, nächste Ziel wäre 5000 Abonnenten. 5000 Abonnenten? 5000 Abonnenten. Ja. Wir sind ja, glaube ich, auf 1000, fast 300 Abonnenten. Ja. Und ansonsten, das wäre so mein nächstes Ziel. Okay. Ja. Dann eine Frage, die du vielleicht gar nicht mehr hören kannst. Achtung. Wann kommt dein Lied auf Spotify? Ja, dann müsst ihr eigentlich den Reporter fragen. Nee. Ja, es liegt am Video. Aber ja, es liegt am Video. Aber ja, brauchen wir Location, brauchen wir ja, ich, Zeit. Ich sag mal so, also ja, mein erstes Musikvideo wird auf jeden Fall stattfinden, liebe Freunde. Wird definitiv stattfinden. Location habe ich eigentlich auch so irgendwie gefunden gehabt, Bruder Herz. Okay. Weißt du ja auch. Models haben wir auch gefunden gehabt. Oder haben auch gefunden. Und ansonsten, ich weiß nicht, woran wir jetzt gerade... am Überlegen sind, aber es wird demnächst auf jeden Fall bald kommen, liebe Freunde. Also versprochen, wirklich. Nein, es wird noch dieses Jahr, denke ich, dieses Jahr wird es auf jeden Fall kommen. Muss, weil, warum? Ich habe auch schon meinen zweiten Song fast fertig. Okay.
Okay. Meinen dritten Song habe ich erst gestern Abend weitergegeben. An der Stelle liebe Grüße an Savas hier. An Memo Savas. An Kult Savas. Nicht an Kult Savas, schön wär's, aber auch, da gehen auch die Grüße auch, raus. Auch Grüße an jeden, an jeden, der seine Träume verfolgt. Ja, an jeden, der seine Träume verfolgt, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, ja, falls ihr vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, falls ihr uns unterstützen wollt, gerne mal anschreiben. Warum genau. Nicht an Location, an Sponsor-mäßig, vor allem Sponsor. Also, ne? Weil die Videos werden ja auch nicht einfach so produziert, liebe Freunde. Da brauchst du einen Kameramann, da brauchst du Models, da brauchst du Location, die Zeit, die Planung. Alles ist Money, Money, Money. Ja. Das ist leider nicht so einfach, so wie ihr das denkt. Aber vielen lieben Dank. Ich weiß das auch zu schätzen, dass ihr meinen Song mehr oder weniger voll gesupportet habt. Vor allem in Antalya, wo ich in Antalya war neulich. Bruder, die haben gefeiert. Ich habe vor 3000 Leute einfach so spontan Konzert gegeben auf dem White Party. Das ist aber noch nicht auf YouTube. Nein, oder? Das ist noch nicht auf YouTube. Das wird auch. Die Party ist auf YouTube. Genau, die Party ist auf YouTube. Dann kam Schaumparty. Auf Schaumparty habe ich Konzert abgegeben. Vor 3000 Leute. Ganze Hotel. Ja. Hallo, dann geben wir mal Gas. Und viele sind einfach so gekommen, die wollten meinen Song haben. Und ich bin auch ehrlich, ich habe auch ein paar so geschenkt. Ehrlich gesagt, obwohl es eigentlich, ne, normalerweise erst auf Spotify, erst Musikclip drehen und dann könnt ihr gerne streamen. So, dann sind wir eigentlich jetzt schon an der letzten Frage. Ja. Wenn du nicht YouTube machen würdest, was würdest du dann machen? Eindeutig Friseur. Friseur? Wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, ich würde Haare schneiden auf jeden Fall lernen, die Ausbildung machen, safe. Aber danach als Friseur würde ich nicht arbeiten wollen. Aber diesen Beruf würde ich nochmal erlernen. Weil alles hat durch Haare schneiden bei mir angefangen. Alles durch Haare schneiden. Die Leute, die Connection, Freunde, Geschäftsleute. Ich kenne von, versteht mich bitte nicht falsch, von Zuhälter bis Ärzte, bis Professoren, bis alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Und apropos auch an der Stelle, liebe Freunde, wir sind eh gerade am Ende, denke ich. Falls ihr Bock habt auf so ein Format in Zukunft, dass ich dort in der Woche gewisse Leute aussuche, auch die, wo meine Stammkunden sind bis heute noch, komm, ich werde die Haare schneiden und gleichzeitig auch ein Smalltalk mit denen Video drehen und das Ganze werde ich auf YouTube dann hochladen, so ein Format, was wirklich dann jeden Sonntag zum Beispiel kommen wird. Falls ihr wollt, dann kommentiert mal bitte an der Stelle direkt und dann weiß ich ganz genau, wenn das Video Minimum 100 Like hat, dann weiß ich ganz genau, dass ich mit dem Friseurformat durchziehen werde. Und das sage ich nicht nur einfach so, ich meine das auch wirklich. Ja? Weil die ganzen anderen Formate, lasst euch da überraschen. Daran arbeiten wir mit Repokraft zusammen. Und das wird dann aber auch demnächst bald stattfinden. Wie gesagt, wir suchen auch noch 5 Leute, ne, für diesen genau. Format, das was wir haben. 5 Leute, die also einer haben wir safe. Bei einem YouTube-Video mitzumachen. Der, wo mitmachen will, meldet sich. Beim Yusuf am besten. Oder ja. Genau, und alles weitere erfahrt ihr dann. Genau. Es wäre halt toll, wenn auch unterschiedlich so Mädchen, also Damen und Herren sind, nicht nur Jungs. Ja, wir wollen so ein bisschen Ausgleich machen. Und auf jeden Fall, Format heißt, das darf ich schon mal sagen, oder? Ja. Real or fake oder fake or real? Die Entscheidung liegt an euch. Alles klar. Ansonsten, das war's mit den Fragen? Das war's, die Fragen sind beendet. Wir sind fertig. Ja, vielen lieben Dank erstmal. Dann chillen wir jetzt. Dankeschön, Brother Herz. Wir chillen jetzt, liebe Freunde, eine Runde, rauchen noch unser Shisha zu Ende. Und ansonsten erstmal vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung, für die ganzen Supports von euch. Und was ich immer wieder sagen wollte, ja, das habe ich immer nach dem letzten Video immer gesagt, Alter, beim nächsten Video muss ich das und das jetzt raushauen. Was war das nochmal? Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Dankeschön an euch, an Supporter, an Hater, an alles. An alle einfach. An erster Stelle an Repokraf.
an Mr. Grey, an Familie von Hypocraft, Familie von Mr. Grey, jeden. Und ansonsten, also bleibt wirklich dran, es kommen richtig geile Formate, das kann ich euch schon mal sagen. Lasst euch überraschen. Und vielen lieben Dank auch an das Secret Shisha Garden, dass das Video auch gesponsert wurde. Ihr könnt auch gerne vorbeikommen. Und lasst euch nächstes Jahr hier mit unser Shisha. Und ich werde auch nächstes Jahr hier ab und zu immer Videos drehen, YouTube-Videos. Vielleicht seid ihr auch mit dabei, liebe Freunde. Man weiß es nicht. Und das mit Video mit dem Eröffnungsfeier wird auch noch kommen. Es kommt Material. Genau. Und ansonsten, ich wollte eigentlich was sagen. Ja, das Wichtigste fehlt. Das Wichtigste fehlt. Ich liebe euch. Hallo? Aber das mache ich mit jedem. Ah, genau. genau. So, liebe Freunde. Das andere kommt später. Also ich mache das mit jedem. Ja? Ich zähle bis drei. Du gehst. Ich zähle bis drei, dann ja? Sagst du, ja, Mann, is this good? Okay. Okay? Okay. So, 1, 2, 3. Ja, Mann, is this good? Ja, nein, nicht is good. 1, 2, 3. Ja, Mann, is this good? Jawohl, squat. Okay. Dann sagen wir beide. Okay. Und gucken in die Kamera. Oder in die Richtung. In die Richtung. In die sieht mich nicht. In die Richtung. Ja. Okay. 1, 2, 3. Ja, Mann, is this good? Peace out, liebe Freunde. Peace out. Ja, Mann! Ja, bitte, Bruder. Hey, Dankeschön, Baby. I love you tonight. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds, two and two, see slicing both kids. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Sit that on and we might miss the fight. Fuckin' lot, I keep the quality in my shorty.